Frankreich will in Zukunft vermehrt auf Atomenergie setzen. Präsident Emmanuel Macron kündigte in Paris Staatshilfen in Höhe von 30 Milliarden Euro für die Industrie seines Landes an. 1 Milliarde Euro davon soll in den Ausbau der Kernkraft investiert werden. Wir müssen uns auf bahnbrechende Technologien und tiefgreifende Veränderungen in der Kernenergie vorbereiten, auf das Versprechen der kleinen modularen Reaktoren, die viel sicherer sind. Denn die Sicherheit ist ein zentraler Punkt in der Atomdebatte. Auch in neue Technologien zur besseren Verarbeitung des Atommülls müsse investiert werden, sagte Macron. Die Stromproduktion solle wiederum genutzt werden, um Wasserstoff herzustellen. Zudem sollten in Frankreich bis 2030 2 Millionen Elektro- und Hybridautos produziert werden. Die Milliardenstaatshilfen sollen Frankreich nach dem Willen von Macron in den kommenden Jahren zu einer Führungsrolle bei Innovation und Forschung verhelfen.